Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teilquadrat zwischen Mond und Jupiter. Die Ereignisse überstürzen sich, sie überschlagen sich im Angesicht der größten Bedrohung aller Zeiten. Das muss man objektiv, ehrlicherweise mal fairer, gerechterweise, anständigerweise auch einmal festhalten. Sie haben ja wirklich alles in ihrer geistigen Kapazität tun die getan. Und wir haben jetzt schon, es kommen jetzt die neuen Versionen, also ich lasse auch mit einem besonders guten Tag mit mir verhandeln. Richtig, unser lieber Kuschelkerl, der hat nämlich heute wieder brav Kreide gelöffelt, ja, also es hat wieder gehörig gestaubt. Man kann nicht unterscheiden, was das für ein weißes Pulver ist. Manche sagen, es könnte auch griffiges Mehl sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, unterm Strich ist jetzt die Light-Variante herausgekommen. Vorher hatten wir ja die Light-Variante, aber das wurde jetzt, ich meine, phonetisch klingt es gleich, Light oder Light, das ist eigentlich gar kein Unterschied. Und vorher war er ja auch der Light-Hammer, aber jetzt ist es eben der Light-Hammel, also der leichte Hammel geworden. Das ist übrigens die chinesische Form von Hammer, weil auf Chinesisch, soweit ich weiß, heißt Hammer, Hammel, Leithammel, also kann man sehr leicht aussprechen, sehr einprägsam und natürlich grandiose Entwicklungen, die derzeit geschehen. Und wie gesagt, nachträglich war es natürlich keiner. Und was mich am meisten fasziniert hat, nicht das Schweigen der Lämmer oder der Hämmer, sondern das Schweigen der Staatskünstler, die immer im Palast der Republik eingedroschen haben auf die Gefahr von rechts, ja. Von denen haben wir in den letzten Monaten, 2 Jahren so gut wie wenig vernommen. Also, und wenn, dann natürlich immer im Sinne der Leitvariante, wo sie sich dann auch ein bisschen vor den Karren spannen haben lassen. Aber es ist interessant, das Schweigen der Staatskünstler. Aber ich hoffe, dass sie eine gerechtfertigte Abfertigung erhalten, weil sie haben ja doch immer gute Dienste geleistet, wenn sie sozusagen immer auf die ausgegrabenen toten Hunde gedroschen haben. Das ist sozusagen eine einfache Übung und damit lässt sich auch ganz gut leben. Wir haben hier den Saturn als Herrscher des 11. Hauses im 12. Haus, zwar im Wassermann, aber das Quadrat zu Uranus ist nach wie vor aufrecht. Der Herrscher des 11. Hauses, bitte bedenken, es ist nur ein Wochenhoroskop, aber es ergibt immer wieder dieselbe Stimmungslage. Es ist interessant, wir haben hier dieselbe Stimmungslage, Herrscher von 11 in 12, also verbündete alliierte Staaten sind sozusagen hier in einer sehr unsicheren Phase, Herrscher von 11 in 12. Man kennt sich nicht genau aus, wie es weitergeht, wird Hauptsache, das Geld sprudelt weiter. Das ist, würde ich sagen, zentraler Punkt. Und wir haben hier auch den Herrscher des 12. Hauses im 1. Haus. Also das heißt, wir haben hier Unklarheiten in unserer Heimat, zur Herrscher von 12 in 1. Aber das ist bei Aszendent Fische und Neptun am Aszendenten, würde ich sagen, sehr nachvollziehbar. Also hier noch ein weiterer neptunischer Faktor, der dazukommt. Und hier eben die so viel Neptun-Energie vertragen auch die verbündeten Staaten, die ja selber in Auflösungsprozessen begriffen sind, auch nicht so ganz. Wir sehen hier auch noch den Merkur als Herrscher des 3. und des 7. Hauses im 12. Haus. Also es sieht so aus, naja, es würde vertragsgemäß sich Handel, Wirtschaft und Industrie langsam in die Auflösungszuckerspirale begeben. Also das heißt, der Effekt, der heiße Würfelzucker, nein, nicht der heiße, der kann auch kühl sein, kann auch kalt sein, der kalte Zuckerwürfel im heißen Kaffee, also dreimal umrühren und es ist schon wieder ein bisschen weniger da. Aber das macht nichts, das ist alles sozusagen, ja, alles der geplante Wahnsinn, die auf großer Ebene kann man auch hier von der geplanten Obsoleszenz sprechen. Absolut. Was uns persönlich natürlich eher mehr betrifft, ist, dass auch der Herrscher des 4. Hauses, Merkur, im 12. Haus ist. Das ist für uns jetzt nicht so angenehm, aber in dieser neptunischen Zeit, weil ja die Stimmung im Land, das heißt ja auch das 1. Haus, die Stimmung im Land ist sehr, sehr unklar, sehr unsicher und die Menschen sind auch Herrscher von 4 in 12 verunsichert, aber vielleicht sind sie auch in einer Art spirituosen
spirituellen Schleife. Das heißt, dass die Menschen hier sozusagen auch an ihrer Erleuchtung arbeiten, weil das 12. Haus natürlich auch für unsere mentalen Kräfte steht. Gar keine Frage. Ja? Keine Frage, keine Antwort. Und hier haben wir eben Spitze 4. Haus in den Zwillingen, das heißt, die Menschen kommunizieren miteinander. Ich hoffe nicht auf Fische gerade. Da sind wir 4. Haus. Ja, leider doch, 27 Grad 40. Also das heißt, die Kommunikation ist so ein bisschen noch unklar, positiv ausgedrückt. Ich weiß, ich soll immer positiv reden. Positiv ausgedrückt würde es bedeuten, die Menschen führen spirituelle Gespräche. Also Herrscher von 4 in den Zwillingen auf Fische gerade. Ich würde eher sagen, es kommt hier zu Missverständnissen, zu Verständnisschwierigkeiten. Also so eine Art babylonische Sprachverwirrung könnte hier entstehen. Und wie gesagt, Herrscher von 4 in 12 ist halt auch, würde halt auch bedeuten, Rückzug. Natürlich sucht die Bevölkerung auch hier nach Sicherheiten, weil das 12. Haus ist auch das Haus der großen Institutionen, nicht nur der geschlossenen Anstalten, sondern hier, wenn jemand zum Beispiel, was nicht, die Sonne im 12. Haus hat, dann sucht man eben die Geborgenheit von großen Institutionen. Kann auch eine Irrenanstalt sein. Absolut, man kann auch in Irrenanstalten arbeiten. Auch die suchen immer wieder Personal. Ja, wir haben, was haben wir hier noch? Ja, es fällt halt auf, wir haben auch den Herrscher des 8. Hauses, Pluto, im 11. Haus. Wie gesagt, wir haben schon angedeutet, Sonne als Herrscherin des 6. Hauses im 11. Haus. Also das heißt, die Beziehungen, die internationalen Beziehungen zu unseren Freunden und Verbündeten, das klappt alles nicht mehr, das funktioniert nicht mehr so richtig. Aber es ist halt so, bei einer Nutznießer-Freundschaft, bei einer Nutznießer-Partnerschaft ist halt die Freundschaft dann auch bald zu Ende, wenn es nichts mehr zu holen gibt. Leider ist das so. Das ist halt so eine Tatsache. Wenn die keinen Almdudler haben, dann fahren wir wieder heim. Wir haben gestern die hochinteressante Frage gehabt bezüglich Selbstbestimmung und 1325 haben daran teilgenommen. Dankeschön. Die Frage hat gelautet, das momentane System innerhalb dieser Matrix baut auf maximaler Kompliziertheit auf, also der umfassenden Entmündigung von uns. Die Menschen sehnen sich daher nicht nur wieder nach einem einfacheren Leben, sondern sie wollen auch wieder selbstbestimmt sein. Wie siehst du das? 2% Zivilisation hat ihren Preis, je höher, desto ohnmächtiger. Ja, das stimmt. Ohnmächtiger, machtloser natürlich, aber 10%, wir, da habe ich das R und der E verwechselt. Das ist aber, weil E und R, auf der Tastatur sind E und R naheliegende Buchstaben, genau gesagt, die sind daneben. Also es ist nur ein halber Fehler. Bitte das nur beim Streichresultat zu berücksichtigen hier. Bitte nur einen halben Punkt abziehen. Wir sind auch Kinder der Mutter Erde und brauchen ihre Nähe. Naja, ich meine, das wissen wir bei uns sozusagen Hybriden, weil wir sind ja eben Mischwesen, die eben mütterlicherseits sehr wahrscheinlich von diesem Planeten Erde kommen, väterlicherseits sehr wahrscheinlich entweder aus der Unterwelt oder aus dem Orbit, das heißt, wir sind halbe Aliens, halbe Kinder der Mutter Erde und wir brauchen immer auf irgendeine Art und Weise die Natur. Ja? Und wir sind quasi tatsächlich denaturiert. Daher auch diese starke Sehnsucht innerhalb der grünen Bewegung. Ja? Die Grünen konnten ja nur deswegen so gute Erfolge vorweisen oder einfahren oder lukrieren oder aufweisen oder umsetzen, weil sie eben hier mit dieser fehlenden Energie zur Mutter Natur halt gearbeitet haben und weil sie dieses Bedürfnis auch angesprochen haben. Daraufhin haben sie, oder davor, oder um diese Zeit herum, hat sich dann auch diese Bio- und Öko-Bewegung entwickelt. Ich würde sagen, es ist ein hervorragendes Geschäftsmodell. Ich glaube, ist es die kalabrische Mafia? Ich weiß jetzt nicht, wer an der Umetikettierung, ihr wisst ja, wenn sozusagen etwas umgeschlichtet wird, umsortiert wird, wenn das anders verpackt wird, auf der Verpackung steht dann Bio drauf und das hat auch natürlich auch einen beruhigenden Einfluss auf die Psyche und man kann hier dann, ich will jetzt nicht von aktiver Phantombildung sprechen, aber man weiß, dass Bewusstsein Realitäten schafft und Kraft unserer starken mentalen Energie kann ich dann aus rumänischem Massengemüse, kann ich dann wertvolles italienisches Biogemüse basteln. Also das ist, ich vermute, wir haben viel mehr Kräfte, als wir glauben. Bewusstsein schafft Realitäten. Wenn ich überzeugt bin, dass mir etwas gut tut, dann kann unter Umständen sogar Gift
heilen. Ja, es ist absurd. Ja. Wir Menschen haben so gigantische Kräfte und ich glaube, man kann auch sozusagen auf so manche Packung Biogemüse oder Bioäpfel die Hände auflegen und schon ist das entgiftet und in Bioqualität transformiert worden. Aber das steht dann hinten ganz klein gedruckt auf der Verpackung. 5% Macht wird eben über Kompliziertheit ausgeübt, siehe Gesetze. Na gut, das haben wir hier schon in der ersten Antwort, ist das auch schon so ein bisschen drinnen, dass eben es sehr komplex ist, es sehr, dass man Anträge stellen muss, dass diese Anträge bewilligt werden müssen, dass da sozusagen das dann auf den Antrag wird ein Bescheid als Antwort, gegen den man dann in 14 Tagen berufen kann. Wenn man nicht beruft, dann wird das Verfahren wieder aufgehoben oder was auch immer. Entscheidend ist, dass sich letztendlich niemand mehr auskennt und es war noch vor ein paar Jahren so, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber in der Stadtgemeinde Wien gab es eine eigene Dienststelle, das war ein Formularführer, das war eine Person, ja, männlich, weiblich, keine Ahnung, auf jeden Fall die Leute durch die 8000 Formulare geführt hat. Also sozusagen man führt den Staatsbürger zwecks leichterer Durchführbarkeit der Unmöglichkeit der Verfahren durch die Flut von über 8000 Formularen, damit die Bevölkerung dann glücklich ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier dann die Folge ein zwei- oder drei- oder mehrtägiges, zweistündiges oder mehrstündiges, mehrtägiges Telefonat ist, wo man eben Bürgernähe beweist. 31% Selbstbestimmung und Einfachheit geben einander die Hand. Natürlich, je einfacher, desto freier. Keep it simple. 52%, sie haben uns gezielt entwertet und auf Nummern reduziert. Damit hätte ich nicht gerechnet, ja, dass 52% auf diese Antwort abfahren. Also das hat mich selber verwundert. Ich wäre dann eher so auf dem 5%. Ich wäre eher hier. Das wäre meine Antwort gewesen. Aber ist egal. Das ist. Ich bin schwer enttäuscht. Ja, das muss ich auch einmal sagen. Aber bitte, ihr habt ja auch das Recht auf eine eigene Meinung. Auf Volksgenossen, hier hat jeder das Recht auf meine Meinung. Ich glaube, so heißt das ja, oder? Also sinngemäß. Vollkommen egal, was Sie planen. Wir haben eigene Pläne, die verwirklicht werden. Richtig, genau um das geht es. Solange wir immer nur warten, ich habe ja immer wieder gesagt, ich gehe nicht gern auf Demonstrationen, ja, überhaupt nicht und ich brauche das auch nicht, ja, weil das ja dann nur sozusagen, wenn das Ganze abgeschlossen ist, ist es eh schon vorbei, dann ist die Geschichte eh schon gelaufen, ja. Nur solange wir reagieren, immer nur reagieren, werden wir immer richtig die Nummer zwei sein. Sobald wir etwas selber machen, ja, sobald wir das selber machen, hier, da schreibt die Eva, man muss nur einen Blick auf die Steuergesetze werfen. Selbst bei sehr überschaubarem Einkommen braucht man einen Steuerberater, um nicht unnötig draufzuzahlen oder versehentlich sich Strafen einzuhandeln. Also das heißt, Beschäftigungstherapie, wohin das Auge reicht. Natürlich haben sich die Systeme dann auch verselbstständigt. Ich will ja niemandem den Vorwurf machen, dass es von Anfang an geplant war, aber es hat sich dann eben so entwickelt. Das ist einfach. Oh, jetzt müsste mir einfallen, wie dieses Gesetz heißt. Wie heißt dieses Gesetz noch schnell? Es ist nicht das Peter-Prinzip, es ist ein anderes Gesetz, sozusagen, wo Systeme sich bis zu ihrer eigenen Unfähigkeit sozusagen weiterentwickeln. Die Esen schreibt, Selbstbestimmung hat seinen Preis und kann nur mit Einfachheit Hand in Hand Höchstpreise erlangen. Wer die Natur richtig betrachtet, kann vieles herausholen. Natürlich sollen wir uns logischerweise spirituell weiterentwickeln, aber natürlich mit den Füßen doch auf der Mutter Erde stehen und nicht irgendwo in Elysium im Weltall herumschwirren. Ja, Selbstbestimmtheit. Die Martina, ich habe die vier, einfach wäre mein Wunsch. Ja, das einfache Leben, ja, wir wünschen uns alle schon sehr das einfache Leben. Wir wünschen uns, dass nur mal dieser ganze Schwachsinn, ja, mal zu Ende geht. Die Anna-Maria schreibt, es konnte nur so weit kommen, weil der Mensch im Zuge seiner Wohlstandssucht vergessen hat, dass er selbst alles in der Hand hätte. Naja, Wohlstandssucht, wir wurden verführt. Wie gesagt, wenn du dich zurückerinnerst von deinen Eltern oder wie war es dort? Es war dort alles sehr, sehr bescheiden. Ja? Und das Ganze ist dann irgendwie immer in eine merkwürdige Richtung gelaufen und auf einmal ist der Konsumismus sozusagen durch die Decke geschossen. Ja? Und ich glaube, es war nie so richtig geplant, aber auch das hat sich im Laufe der Jahre dann halt so entwickelt, hat eine derart starke Eigendynamik entwickelt.
Ja, wie gesagt, die Eva schreibt, die maximale Verwirrung durch komplizierte Gesetze, Regeln, Bürokratie halten die Menschen vom Wesentlichen ab. Ja, natürlich, wir sollen ständig auf Trab gehalten werden, wir sollen ständig in der Ablenkungsspirale hängen. Eines wollte ich euch noch zeigen, ich weiß, dieser Teil dauert jetzt überdurchschnittlich lange, ja. Jetzt kann ich es ja so vorführen, ich habe nicht darauf vergessen, Moment, zweiter Versuch, ich habe nicht darauf vergessen, wir waren gestern tatsächlich diesen Grund ansehen, dieser Grund ist hier linker Hand, 1500 Quadratmeter, sehr schön, sehr flach, die Lage wäre ja ideal, aber ich werde hier kurz vorspulen, noch ein bisschen vorspulen, Moment, ich zeige das hier, es gibt hier Nachbarhäuser, ja, und es sind hier mehrere Nachbarhäuser und wir haben dann hier ebenfalls, es ist umringt von Nachbarhäusern und wir haben dann festgestellt, hier ist ebenfalls dann auf der linken Seite ein Nachbarhaus, hier ist der Grund, rechter Hand, wir haben dann eben den Entschluss getroffen, in Zeiten wie diesen ist es sehr, sehr schwierig, ja? Ist es sehr, sehr schwierig, weil immer wieder diese wundervollen dann Telefonate eintreffen. Oh, ja, wir haben hier mehrere Volksgenossen gesehen. Oh, die feiern hier ganz schreckliche Partys und überall wird alles verbreitet. Und dann tatü, tata, tatü, tata. Dann kommen die Uninformierten und ja, Volksgenossen, wir nehmen jetzt alle Personalien auf und dann werden Anzeigen erstattet und die Verfahren eingeleitet. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es weiser und klüger, wenn wir uns das ersparen. Nachbarn sind etwas Großartiges, aber manchmal sind sie auch halt eben, ich sag's mal so, gefährlich. Ja? Sind sie gefährlich, besonders in Zeiten wie diesen? Ich weiß, der vierte Teil wird möglicherweise der gefährlichste von allen sein, besonders von heute. Ende.